So, und wir können jetzt keine noch besseren Ärmchen machen, weil dafür bräuchten wir Logistik 5. Autsch. Und das wären dann die richtig schnellen Ärmchen. Was brauchen wir für Logistik 5? Da brauchen wir Logistik 4 für. Achso, für 5 brauchen wir schon mal 1200 Alien Packs. Okay. Logistik 4 ist machbar. Brauchen wir nur nicht so wirklich. Also ja, die super Underground Bales wären bestimmt richtig schick, weil ich dann unterirdisch über die halbe Karte Sachen verschieben kann. Aber nö. Nö, 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 nö. Wir machen was anderes. Frage ist nur, was? Größere Kisten. Das ist sehr wichtig für unsere momentane Kriegssituation. Nein, nicht wirklich. Bessere Akkus. Bessere Akkus könnten wirklich praktisch sein. Vor allem die hier. Die haben nämlich einen sehr hohen Maximum Output. Also wenn die Lasertürme schießen, dann können die Akkus auch richtig schnell Energie raushauen. Weil es bringt uns nichts, wenn wir Akkus haben, die zwar viel Energie speichern können, aber es dauert lange, bis es rausgepumpt wird. Kosten 5 rote und 5 Batterien. Ist okay. Ist nicht so schön, aber ist okay. Also ja, das wäre noch eine Lösung. Also wenn wir später wirklich an jeder Mauer mehrere Reihen an Türmen haben, werden wir sowas brauchen. Bessere Tanks. Brauchen einfach noch mehr Stahl. 55 Stahl plus die MK3-Version. Ja, nee. Nee. Speedmodule, die brauchen alle. Oh. Die Effektivitätsmodule habe ich vollkommen außer Acht gelassen. Ich glaube aus gutem Grund. Weil Stromverbrauch kompensieren wir durch mehr Generatoren. Ganz einfach. Ja. Ist ganz einfach. Bessere Solargeneratoren. Es stimmt, wir haben noch Platz in der Basis über für theoretisch sowas. Aber da wir jetzt diese MK zigtausend Steam Engines haben können, sehe ich da nicht so den Sinn drin. Für einen Außenposten wäre es theoretisch was. Da bräuchten wir wahrscheinlich MK4 Solarpanels. Wenn es die denn gibt. Um das Ganze tragbar zu machen. Aber ich denke, auch bei einem Außenposten würde ich lieber wieder auf Steam Engines zurückgreifen. Als auf Solarpanels, die nur die Hälfte der Zeit arbeiten, die einen riesigen Puffer brauchen an Akkus und. Nee. Nachtsichtgerät, nein. Ermöglicht das irgendwas? Nein. Power Armor, nein. Ja, ich bin jetzt schon in einer Situation, wo ich nichts mehr wirklich so super Sinnvolles sehe. Erforscht mal das hier. Vielleicht wird ja doch irgendwie 4 freigeschaltet und nicht nur 7. Ja. So, das ist am Machen, das ist am Werkeln. Das kommt mal mit. So, du bekommst wieder mein Eisen reingedrückt. Dann habe ich hier noch mehr Akkus. Mal komm, tun wir die mal. Sind schon ein paar da, ne? Was stand da gerade mit Modular Tool with Handle? Da kam gerade Text einfach so hier im Spiel. Das ist komisch. Oh. Eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Lava. Wir haben hier noch genug Lava, ja. Hast du auch noch Lava? Nein. Okay. Das heißt, du kommst weg. Kein Lavafeld mehr. Die gesamte Verrohrung hier kommt weg. Da ist nämlich überall Null drin. Und wir müssen jetzt von unten das abzwacken. So. So, 1400er Lava. Wir brauchen jetzt 1400er Lava von hier unten. War da unten, ne? Ja, von da. Yeah, lass mich durch. Lass mich hier. So. 1400er
Eisenfelder Lava hätte ich ganz gerne. Theoretisch auch die 1200er, ne? Was wir machen könnten, wir kappen die Zufuhr von den Jungs hier. Also die Verbindung von den Jungs zu den Tanks mache ich mal weg. So, das heißt, es wird gerade kein Lava frisch generiert. Es sind nur noch die Lava-Vorräte da, die in den Tanks sind. Und die würde ich jetzt ganz gerne nach oben bringen. Und erst wenn die hier leer sind, dann werden die da hinten angeschlossen. Weil so kriege ich die Tanks leer und kann sie dann später abreißen. Damit die Lava nicht hier umsonst da ist, wo sie ist. Also sie sollte schon zwischengelagert werden, falls wir sie zwischendurch doch mal brauchen. Da hätte ich aber ganz gerne einen richtig großen Tank, so einen Tank. Das heißt, die Granaten müssen mal kurz ruhen. So. Brauch mal eine so eine Slowdown-Kapsel, ich weiß gar nicht, was die macht. Hört sich irgendwie nach Zeitstase an. So, also du gehst da runter, du gehst da hoch, so. Und da kommt hier ein großer Tank hin. Der wird sehr schnell voll werden, denke ich mal. Hey, yo. Wofür warst du da? Für nichts mehr. Ich habe auch zu viele Strukturen, die nicht mehr wirklich genutzt werden. Das sollte ich alles mal zerstören hier. Das lenkt mich nur ab und ich weiß nie, wo was aktiv ist, wo ich was nicht anfassen darf und so weiter. Alles weg hier. So, haben wir hier Roboterabdeckung? Ja, haben wir. Wir können hier einfach alles abreißen lassen von Robotern. Das muss ich ja nicht mal machen. Sehr schön. Also, mach einfach hier mal. Ich mach bestimmt irgendwas kaputt. Stopp. Was? Wasser. Was? Du hast versorgt. Also, du kamst von hier unten. Und hast die Kühlung gemacht für sowohl die Kupferforge als auch die Eisenforge. Das ist richtig, aber das brauchen wir nicht mehr. Okay, kann also weg. Du kannst übrigens auch weg. Ja. Also ja, das müsste alles weg können. Das kann auch weg. Flüssiges Kupfer kann auch weg. Das kann weg. Die Wasserversorgung war autark. Die kam von da hinten, genau. Das heißt, die Wasserversorgung hier links ist auch nicht mehr wirklich wichtig. Das war die Verknüpfung von den Lavapumpen oben zu den Tanks. Das kann auch weg. Du kannst weg. Die ganzen Schlackerohre können weg. Autorohre, die einfach so in der Pampa rumstehen, können weg. 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 Der Tank nicht weg. So. Ein voller Wassertank, aber das ist egal. Schlackevernichtung kann auch weg. Das kann weg. Wassertank kann weg. Piu, 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 piu. War nur ein blauer, okay. Ja. Hier können wir weitermachen. Kann alles einfach so weg. Weg, weg, weg. Wir brauchen mehr von den gelben Robotern, definitiv. Die haben so viel zu tun. Also jetzt gerade im akuten Fall natürlich umso mehr. Aber auch sonst zum Reparieren von den Mauern und so weiter. Also hier sollte ich dieses Laufband schön da lassen. Das ist die Kohleversorgung. Du bist durchgehend voll, das ist okay. Ihr lauft weiter nach da. Für die Versorgung davon ist okay. Öl ist Mangelware gerade. Da müssen wir uns bei Zeiten mal drum kümmern. Aber es kommt immer was, weil halt Ölquellen unendlich sind. Nicht wie Lavaquellen. Da haben wir jetzt ja schon ein paar gehabt, die leer geworden sind, ne? Achso, weiter zerstören. Weg. Weg. So.
Warum kann ich dich nicht zerstören? Mach das halt von Hand. So. Vielleicht, weil was drin lag. Keine Ahnung. Aber ja, ich wollte eigentlich auch die Lavatanks anschließen, sonst haben wir gleich ein Problem. Also nimm bitte jetzt ein so ein Superrohr, was wir nicht haben. Granaten aufsparen für später. Bauen ein paar Superrohre. Oh, du bist ein Zweierrohr, du bist kein Superrohr. Du bist ein Superrohr. Genau, das heißt, du nimmst jetzt von hier 1400er. Lava. Das ist Hammer, wie weit das... Oh, reicht. Dahin, dahin. Lalalalalalala. Irgendwo hier? Auf welcher Höhe warst du? Oh Mist. Da haben wir schon ein Rohr. Die können nicht untereinander herlaufen. Okay. Dann komm bitte hier raus. Dann gucken wir uns hier um, auf welcher Höhe das denn da rein muss. Also wir machen hier einen Knick nach oben. Das kann jetzt ruhig wieder mit denen da kommen. Ist mir egal. So, so. Mist. Du da, du da. So. Nein, so. Genau, da wieder runter. Also eine Fließbänder schieben mich mal durch die Gegend hier. Ja, hier ist doch schon mal gut. Was bist du? Du bist 1600, du bist 1400. Da unten müssen wir ran. Das heißt, dich brauchen wir gar nicht. Das Licht muss da mal weg. Können wir mal daran bappen, so. Und was ist jetzt die genaue Höhe? Es wäre... da lang. Ja, gut. Das heißt, Knick, Superrohr, das müsstest du packen, ne? Genau, bis vor die Haustür, flop. Du, ja wobei, warte, Superrohr, dahin, und Pumpe. Kein Strom, was? Achso. Irgendwo habe ich ein Rohr vergessen, bestimmt. Also von da nach da, von da nach... Nee, da kommt Lava. 1400 Lava. Achso, geh mal in die Richtung. Genau. Ist jetzt ein bisschen zähflüssig. Du bist doch nur ein Einer-Ding. Nee, 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 hier, Vierer. Wusch. Genau. Okay, das kann jetzt eine ganze Weile dauern. Also das war schon mal das 1400er Zeug. Das gleiche müssten wir theoretisch nochmal machen für 1600 und 1200er. Aber ich denke, ich werde einfach die bestehenden Rohre benutzen und nur den Eingang und Ausgang ein bisschen verschieben. Also ich werde jetzt warten, bis die leer sind, dann zerstöre ich die. Dann verbinde ich die Rohre mit dem Untergrundrohr. Und mach den Ausgang nicht bei 1400, sondern bei 1600. Und so bauen wir nach und nach das Ding hier ab. Okay. Oh, keine Granaten werden hergestellt. Das ist nicht gut. Dum, 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 dum. Dass ich sowas mal sagen würde. Wir produzieren nicht genug Granaten. Wo sind die Straßenkinder? Stahl da oben. So. Granaten, 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 Granaten. 58. Ja, ja. Aber es ist krass, ne? Eine halbe Stunde oder so jetzt durchgehend fast Granaten hergestellt, nur um eine Basis auszulöschen. Ist schon ein völlig anderer Schnack als im Vanillaspiel. Im Vanillaspiel kommt man erstmal viel einfacher an die Combat Shotgun und so weiter ran. Man kann mit dem Wagen einfach durch die Spawner durchholzen und was weiß ich. Das ist schon ein krasser Unterschied. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie bei 011 Vanilla wirklich ist. Ich habe 011 halt nur mit Ditech bisher gespielt. Kann auch gut sein, dass sie da, was Balancing angeht, auch gut was gedreht haben. Was sie eigentlich müssen, weil Vanilla sonst zu einfach ist.
Also klar kann man es immer sich auch schwieriger machen durch die Spieleinstellungen, aber... Bronze-Laserturm... Ja, die brauchen wir auch noch. Wobei, nicht jetzt. Was fehlt da jetzt gerade? Hol neue Kohle. Ja, komm mal mit. Swoosh. Hier scheint bisher nichts kaputt zu sein. Das ist gut. So. Läuft, läuft, läuft. Das da kann noch weg. Ist okay, ist okay, ist okay. Oh, du bist noch gar nicht voll. Das ist jetzt unerwartet. Ja, und es erlaubt 7. Aber ich sehe nichts von... Ah, doch da. Warum? Was? Ja, es ist genau das, was ich haben wollte. Und es wurde freigeschaltet durch 3. Es stand bei 3 aber nicht dabei. Das ist ärgerlich. Aber es ist wahrscheinlich auch bis in der neuesten Version schon gefixt. Aber gut zu wissen. Also ja, wir können gleich, wenn das hier durchgetickert ist, die Chips direkt gießen. Oh, und hier sogar mit normalem Plastik und nicht dem Rubber. 500 Kupfer. Ja, das... Also ich werde es zuerst testen mit den grünen Chips, glaube ich. Einfach, weil ich gucken will, wie schnell das Ding funktioniert. Ja, sehr gut. Forschen, 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 forschen. So, und hier war ich jetzt verwundert, dass sich das Ding nicht so schnell füllt. Wir haben hier allerdings auch nicht so viele Pumpen und hier auch keinen Platz für eine Pumpe dazwischen, aber das mache ich mir mal ganz kurz. Geh mal da runter, komm da hoch, mach das da weg. Mach da so und nimm irgendeine, genau, irgendeine bessere Pumpe dahin, die keinen Strom hat. Nein! Die jetzt Strom hat. Ah, sieht doch schon besser aus. Okay. Also, das läuft langsam. Du bist leer. Du bist leer, du bist leer, du bist leer. Oh, das ging schneller als gedacht. Das heißt, die können jetzt alle weg. Weil es kommen keine neue 1400er Lava hier mehr hin. So, und jetzt mache ich dieses Austauschspielchen. Ich muss nur zuerst den Ausgang verändern und dann den Eingang. Sonst kommt das da irgendwie durcheinander. Wobei ich nicht weiß, was passiert, wenn Flüssigkeiten aufeinandertreffen. Also wenn ich jetzt meinetwegen ein Rohr habe, da ist Wasser drin, dann ein Feld frei und daneben ein Rohr habe, wo Lava drin ist. Was passiert, wenn ich dazwischen ein Rohr lege? Weil das Lava will denn in Richtung Wasser wollen und das Wasser in Richtung Lava. Und wer kriegt das Feld? Sozusagen. Das habe ich noch nie getestet. Wenn jetzt jemand sagt, da kommt Obsidian bei raus, dann gibt's Hau. Auch wenn das auch mein erster Gedanke war. Genau, ich wollte den Ausgang regeln. Ausgang soll jetzt von 1400 weg und zu 1600 hin.